viel Zeit hätte ich, glaube ich, nicht brauchen. Mein Name ist Franz Bech aus dem Rhein-Erft-Kreis, Beisitzer, Delegierter an zweiter Stelle, in unserem Kreis zuständig für Veranstaltungen, für das Internet, für die Facebook-Postings. Wer mich kennt, weiß, dass ich seitdem ich dabei bin, das ist leider erst 2016, fast jede Veranstaltung versucht habe teilzunehmen, mich überall einbringe, versuche zu helfen. Jeder, der mich besser kennt, weiß, dass ich versuche, eine ordentliche Arbeit abzuliefern, wann mir das Vertrauen schenkt. Ich persönlich bin 55 Jahre alt, Unternehmer. Ich verkaufe und montiere Sicherheitsfolien, teilweise europaweit. Wir haben jahrelang für die amerikanische Botschaft, für das deutsche Konsulat im Sicherheitsdienst Glas und Scheiben gesichert, so dass bei Bombenexplosionen die Personengefährdung eingeschränkt wird. Ich bin alleinerziehender Vater von zwei Mädchen, meine beiden Töchter sind 9 und 15 Jahre. Ich stehe auf jeden Fall für Recht, Ordnung und für die innere Sicherheit. Ich glaube, dass wir nur etwas erreichen können, wenn wir den Menschen, die zu uns kommen, Anstand und Respekt abverlangen. Das tun wir nicht. Das tun wir schon seit 20 Jahren nicht mehr. Ich kann das daher sagen, weil mein Vater 25 Jahre lang einen Sportverein in einem Brennpunkt geführt hat. Und da war es halt einfach so, dass man mit Respekt mit den Jugendlichen umgehen musste, wenn sie einen Immigrationshintergrund hatten. Wenn man das nicht einfordert, wenn wir einfach nur weiter den Kopf in den Sand stecken, dann weiß ich, dass wir den Kampf nicht gewinnen können. Dafür sind wir hier, um das zu ändern. Ich möchte Ihnen auch Zeit schenken und freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön. Jetzt, das ist wirklich in der Tat kurz, knackig, gibt es ihrerseits Fragen an den Kandidaten? Schau diesmal zur Abwechslung zur Linken. Gibt es hier noch Fragen an den Kandidaten? Dann schau ich zur Rechten, ist hier noch Frage bedarf. Ist nicht der Fall, dann zähle ich ab 3, 2, 1, 0. Damit ist die Frage.